Hallo, ich bin Rolli. Und heute wir. Hallo, willkommen in Berlin. Ich bin Marco. Hallo, ich bin Jessica. Hallo, ich bin Daniel. Hallo, ich bin Esther. Hallo, ich bin Thomas. Hallo, ich bin Miriam. Willkommen in Berlin. Vorname? Vorname. Jessica. Jessica. Familienname? Familienname? König. König. Ich heiße Jessica König. Ich heiße Daniel Augustin. Mein Vorname ist Daniel, mein Familienname ist Augustin. Daniel Augustin. Ich heiße Daniel Augustin. Mein Name ist Esther Walk. Mein Name ist Thomas Lindel. Mein Name ist Miriam Carsten. Und wie heißt du? Ich heiße Malte. Ich heiße Judith. Ich heiße Marc. Ich heiße Björn Schwich. Ich heiße Philipp Marx. Wie heißen Sie? Ich heiße Barbara Schmidt. Wie heißen Sie? Mein Name ist Ludwig Marx. Mein Name ist Josephine Kumlior. Mein Name ist Dietmar. Dietmar Schibrowski. Und ich heiße Marco Walter. Hallo. 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 Ah, Marco hat hellbraune Haare und grüne Augen. Ich habe braune Haare und grüne Augen. Esther hat schwarze Haare und braune Augen. Ich habe schwarze Haare und braune Augen. Thomas hat blonde Haare und grüne Augen. Ich habe blonde Haare und grüne Augen. Wie alt bist du, Esther? Ich bin 14 Jahre alt. Wie alt bist du, Miriam? Ich bin erst 13. Miriam. Wie groß bist du, Marco? Ich bin 1,60 Meter groß. Ich bin 1,70 Meter. Haha, ich bin sehr groß. Ich bin 1,90 Meter groß. Daniel ist groß. Und Thomas ist klein. Daniel ist nicht groß. Okay, ich bin nicht so groß. Ja. Und jetzt Rolli und Rita. Thank you.
Bist du nicht Rita? Ja, ich bin Rita Weiß. Hallo, mein Name ist Rolli. Rolli Schmidt. Hallo, ich gehe jetzt auf den Jahrmarkt. Ich auch. Aber ich bin dick. Du bist dick und ich bin auch dick. Jetzt bin ich groß. Ich habe rote Augen und grüne Haare. Sieh mal, jetzt habe ich rosa Augen und weiße Haare. Ick, ick, ick. Schau mal. Oh, was ist das? Hallo. Was ist dein Name? Nein! Ah! Gut, oder? Und jetzt? Philipp, was machst du gern? Mit Lego spielen. Ich spiele gerne Basketball. Ich spiele gern Ball. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich gehe gerne einkaufen. Schlafen. Und du, Thomas? Ich fahre gern Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Es ist ein blaues Mountainbike. Es hat 18 Gänge. Ich fahre auf dem roten Fahrradweg. Und ich fahre gern im Park. Daniel, was machst du gern? Ich zeichne gern. Ich zeichne Comicfiguren. Sie alle haben Namen. Wer ist das? Das ist Oskar. Oskar ist ein Hund. Er hat lange Ohren. Große Augen. Und eine runde Nase. Jessica, was machst du gern? Ich gehe gerne einkaufen. Ich schaue mir die Schaufenster an. Furchtbar! Finde ich schön. Das probiere ich an. Gut, ich kaufe es. Marco, wen hast du gern? Ich habe mein Meerschweinchen gern. Es heißt Schnuffi. Wie alt ist es? Schnuffi ist 2 Jahre alt. Es frisst Karotten und Salat. Es trinkt kein Wasser. Komm, Schnuffi, komm, komm. Schnuffi ist sehr lieb. Und du, Miriam? Was machst du gern? Ich spiele gerne mit meinem Hund. Das ist mein Hund Max. Er ist 6 Monate alt.
Er ist halb Labrador und halb Rottweiler. Er ist fast alles. Wir spielen Ball. Wir gehen gern spazieren. Mein Hund ist mein bester Freund. Esther, was machst du gern? Ich mache gern Sport. Ich mache sehr gern Leichtathletik. Hochspringen. Hürden laufen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Sprinten. Leichtathletik macht fit und macht Spaß. Hallo, ich bin Rita. Wie heißt du? Ich bin 14. Wie alt? Bist du vier? Bist du vier? Bist du sieben? Bist du zwölf? Bist du zwölf? Wie alt bist du? Hallo aus Berlin, wie heißt du? Guten Tag Berlin, wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie alt bist du? Und wie alt sind Sie? Hallo, ich bin Rolli. Wie alt bist du? Bist du 10? Bist du 10? Bist du 13? Bist du 11? Bist du 11? Wie alt bist du? Hallo aus Berlin, wie heißt du? Guten Tag Berlin, wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie alt bist du und wie alt sind Sie? Hallo aus Tschüss. Berlin. Tschüss. Guten Tag Berlin. Tschüss. Wie heißen Sie? Tschüss. Wie heißt du? Tschüss. Wie heißen Sie? Tschüss. Rolli. Und heute Familie. Oh, hallo. Wie geht's? Heute fahren wir zur Oma. Das ist mein Vater. Das ist meine Mutter. Und hier ist meine Schwester Susanne mit Otto. Matthias, komm! Ich muss jetzt Schluss machen. Wir wollen Matthias mich jetzt ist mein Bruder. Okay. Immer am Telefon. Dann mach's gut. Tschüss. Das ist mein Großvater.
Und meine Großmutter. Die Kinder kommen. Na ja. Hallo! Oma und Opa sind meine Großeltern. Und Otto ist da. Hallo! Ach, nee, Wolle. Hallo! Ach, hallo! 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 Huch! Also, das ist ein dickes. Meine Güte! Hallo! Ach, danke schön! Hast du Geschwister, Miriam? Ja, ich habe eine Schwester. Und ein Bruder. Ich heiße Sarah und bin 12 Jahre alt. Ich heiße Felix und ich bin 5 Jahre alt. Marco, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Sie heißt Alexandra. Hallo, ich bin 11 Jahre alt. Jessica, hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder. Er heißt Christian. Hallo, ich bin 6 Jahre alt. Esther, hast du Geschwister? Ich habe 4 Brüder. Kevin, der ist jetzt in Amerika. Kenny, der ist 15 Jahre alt. Und Jerome und Yoshi. Ich bin Jerome und bin 6 Jahre alt. Ich bin Yoshi und bin 5 Jahre alt. Ich habe keine Geschwister. Wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin 19. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin 8. Wie alt sind Sie? 51 Jahre. Wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin 39 Jahre alt. Miriam. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund. Er heißt Max. Hast du Haustiere, Marco? Ja, ich habe ein Meerschweinchen. Und 2 Wellensittiche, Piepsi und Hansi. Ich habe Fische. Ich habe keine Haustiere. Ich gehe in den Zoo. Das ist der Berliner Zoo. Ah, die Giraffen. Vatergiraffe? Muttergiraffe? Oh, wie süß. Eine Babygiraffe. Und? Onkelgiraffe? Ja, ich bin der Onkel. Hallo. Guten Morgen. Schöne Augen. Dankeschön. Hallo, Tiger. Okay, Herr Tiger. Ah, die Gorillas. Vater Gorilla? Mutter Gorilla? Die 2 Babys? Und vielleicht die Tante. Hallo, Baby. Hau ab! Was für Tiere magst du? Ich mag Hamster und eine Katze.
Hunde. Meerschweinchen. Eine Katze. Und Pferde. Ratten. Was für Tiere haben Sie gern? Hunde. Katzen und Hunde. Katzen. Einen Wellensittich. Vögel und Katzen. Am liebsten haben wir Hunde. Und jetzt Rolli und Rita. Hallo Rita. Hallo Rolli. Eine Schlange. Sie heißt Sisha. Schau mal. Wie viel ist 3 plus 5, Sisha? 8. Fantastisch. Und was macht 7 plus 3? Ja, richtig. Das macht 10. Wie viel ist 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7? Nein, Sisha. Nein, das ist mein Vater, aber das ist meine Oma. Das ist meine Schwester, aber das ist mein Bruder. Bist du da? Oh nein! Muss gehen, Rolli. Tschüss! Das ist Nade Todorovic. Nade wohnt nicht bei seinen Eltern. Hallo, ich bin Nada, bin 16 Jahre alt. Hier ist meine Wohnung. Kommt rein. Das ist Steffi, das ist Sandra. Wir wohnen zusammen. Mein Vater und meine Mutter wohnen nicht hier. Aber Thorsten und Carola kommen jeden Tag und sie helfen uns. Was für Themen haben wir denn heute Abend? Ja, wie ist das mit der Küche? Wer macht die Küche? Ich habe die letztes Mal gemacht. Und wer macht Bad? Jeden Mittwoch planen wir die Hausarbeit. Ja, ist doch alles okay. Die Hausarbeit machen wir allein. Hausarbeit. Wohnzimmer staubsaugen. Wohnzimmer staubsaugen. Kochen. Kochen. Müll runterbringen. Müll runterbringen. Bad sauber machen. Bad sauber machen. Sieht nämlich so aus, das liegt nicht daran, dass die Gitarre verspielt. Fernsehen. Und wir gucken uns jetzt ein Video an. Fernsehen. Ist das Hausarbeit? Sag doch mal was. Ey, du bist doch voll leise, Alter. Ich höre gerne Musik und tanze sehr gerne.
Schwester, sie heißt Maria. Ich habe einen Bruder, Peter ist dein Name. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Daniels Schwester heißt Susanne. Miriams Bruder, wie ist sein Name? Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Ich habe keine Geschwister, ich bin allein. Ich habe viele Tiere in meiner Familie. Ein Meerschweinchen, zwei kleine Kätzchen, drei Wellensittiche, einen Hund, einen Fisch und eine große Katze. In meiner Familie. In meiner Familie. Ein Meerschweinchen, zwei kleine Kätzchen, drei Wellensittiche, einen Hund, einen Fisch und eine große Katze. In meiner Familie. Ich mag meine Großeltern sehr gern, aber es ist hier so langweilig. Ich bin Rolli. Und heute zu Hause. Sechs Uhr. Ich bin noch müde. Marco, aufstehen! Ich komme. Guten Morgen. Hier ist mein Schlafzimmer und ich liebe mein Bett. Marco, steh auf, 6 Uhr. Kommt, ich gehe ins Badezimmer. Das ist die Badewanne, die Dusche, mein Quietschtier. Das Waschbecken. Entschuldigung, ich muss mal auf die Toilette. Hier ist das Klo.
Wartet einen Moment. Guten Morgen. Um 6:30 gibt's Frühstück. Morgen. Morgen, Iri. Morgen. Wir frühstücken im Wohnzimmer. Es gibt Cornflakes, Brötchen, Wurst, Butter, Marmelade und Nutella. Mh, das schmeckt gut. Noch etwas Kaffee? Danke. Kaffee mag ich nicht. Wann stehst du auf, Philipp? Um 7:30. Um 8:00. Um 8:00. Wann stehst du auf? Ich stehe um 9:00 auf. Ich stehe auf um 9:00 morgens. Und wann stehen Sie auf? Morgens um 5:00. Um 7:00. Ich stehe morgens um 3:00 auf. So früh? Ja. Was frühstückst du? Ein Ei, Brötchen und Milch und Wurst. Brötchen. Und sonst noch etwas? Nutella. Knäckebrot und Käse. Brötchen mit Schokolade. Was frühstücken Sie? Ich frühstücke erst ab 10 und dann Müsli. 2 Brötchen und Kaffee und Marmelade. Was frühstücken Sie? Cornflakes. Cornflakes. Pommes mit Ketchup. Zum Frühstück? Zum Frühstück. Und jetzt Rolli und Rita. Guten Morgen. Es ist 7:30, 7:30. Aufstehen, bitte. Guten Morgen. Ich gehe ins Badezimmer. Rolli, wasch dich. Rolli, putz deine Zähne. Zieh dich an, Rolli. Saubere Socken, Rolli. Nachricht für Rolli Schmidt. Rolli, mach dein Bett. Deine Mama kommt um 12 Uhr nach Hause. Es ist 11:30. Rolli! Marco, komm sofort. Hier ist mein Schrank. Meine Jacke, meine Hose, mein T-Shirt, meine Schuhe. Wo sind meine Socken? Mama, wo sind meine Socken? Meine Haare. Ach, egal. Tschüss, Mama. Marco wohnt in einer Wohnung. Miriam wohnt in einem Haus. Vier Millionen Menschen leben in Berlin. Sie wohnen in einem Haus
oder in einer Wohnung. Hallo, ich wohne hier in einer Wohnung. Nummer 52. In der Friedrich-Wilhelm-Straße. In Berlin, Tempelhof. Jetzt gehe ich zur Schule. Ich wohne hier. In einem Haus. Nummer 35. In der Gartenstraße. In Berlin, Blankenfelde. Jessica König, Friedrich-Wilhelm-Straße 52, 10345, Berlin-Tempelhof. Daniel Augustin, Gartenstraße 35, in Blankenfelde, in Berlin, in Deutschland, in Europa, in der Welt, im Weltraum. Diese Leute wohnen in der Mitte Berlins. Sie essen beim warmen Otto. Der Kaffee ist aber auch ein bisschen dünn hier, muss ich sagen. Wohnen Sie in einer Wohnung? Oder in einem Haus? Oder? Ich habe kein Zuhause. Ich schlafe auf der Straße, im Freien. Wohnst du in einem Haus oder einer Wohnung? Ich wohne in einer Wohnung. In einem Haus. In einer Wohnung. Wohnung. Wo wohnen Sie? Wir wohnen in einer Wohnung. Ich wohne in einem Haus. In einem Haus. In einer Wohnung. Wo liegt das? Im Osten. Im Westen. Die Wohnung liegt im Westen. Im Westen Berlins. Im Westen. Im Norden. Im Süden. Wo liegt das? In der Mitte von Berlin. Die Iguazu-Quelle befinden sich am Dreiländereck von Zentralbrasilien, Argentinien und Paraguay. Wir gucken fern. Das ist super. Sie sind eine der meistbesuchten Touristenziele Südamerikas. Wer ist denn das? Esther. Ach, Esther. Jedes Jahr machen sich hunderte von Touristen auf den Weg zu diesem wundervollen und exotischen Teil der Welt. Das ist Esther. Hallo. 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 Willst du mein Zimmer sehen? Ja, okay. Komm rein. Ah, sieht sehr schön aus. Jessica, du bist ein großer Take-That-Fan. Ja, ich finde Take-That so gut. Ich auch. Ich habe eine neue CD. Willst du mal hören? Ja, klar. Marc ist total gut. Leiser, bitte. Stadt. Sie wohnt in einer
einer Straße, in einer großen Stadt. Daniel wohnt in einem Haus, er wohnt auf dem Land. Er wohnt in einem kleinen Dorf, er wohnt auf dem Land. Wo wohnst du? In einem Haus. Wo wohnst du? In einem Dorf. Wo wohnst du? In einer Wohnung. In der Stadt oder auf dem Land. Hallo, ich bin Rolli und heute in der Stadt. Entschuldigung? Ja, bitte. Wo ist das Telefon? Da drüben, bitte. Danke. Bitte. Was kostet das Telefon? 30 Pfennig. Jessica König? Ja, hallo, Jessica, hier ist Wolfgang. Ach, Wolfgang, wo bist du? Ja, am Bahnhof. Mama, es ist Wolfgang, er ist am Bahnhof. Hallo, Wolfgang, wie geht's? Wie war die Reise? Gut, danke. Wolfgang ist mein Lieblingscousin. Ich finde ihn echt nett. Heute Abend gehen wir zusammen zum Fußballspiel. Kennst du den Weg zu uns? Ja, klar. Also, dann sehen wir uns in 20 Minuten. Ja, in 20 Minuten. Bis dann. Tschüss. 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 Die Treppe runter zur U-Bahn. Eine Einzelfahrkarte, 3,70 Mark, 5 Mark. Eine Mark 30 zurück. Entwerten. Linie 2 Richtung Ruhleben.
Ja, Ruhleben. Sagen wir das alle. Korrekt bleiben. Entschuldigung. Ach, mach nichts. Du bist ein Ferengi. Ja, und du bist Commander Data. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Ive. Bist du ein Trekkie? Ja, sicher. Star Trek ist super. Aber du kommst nicht vom Vulkan. Nein, ich komme aus Potsdam. Ich bin zum Fußballspiel hier heute Abend. Ach so, zum Fußballspiel. Ja, ich gehe auch hin. Kann ich mitkommen? Ich bin hier fremd. Na klar, komm mit. Wo bin ich denn? Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir helfen? Wo ist die Friedrich-Wilhelm-Straße? Die Friedrich-Wilhelm-Straße, ah, ja. Sie gehen die erste Straße rechts, die zweite Straße links bis zum Postamt. Dann rechts, geradeaus, ja, und dann links. Danke. Bitte. Die erste Straße links? Nein, nein. Die erste Straße rechts. Und dann die dritte Straße links. Nein, die zweite Straße links. Bis zum Postamt. Richtig. Dann rechts, geradeaus. Und dann links. Links. Dankeschön. Gut. Bitte. Können Sie das nochmal wiederholen? Okay. Also. Sie gehen die erste Straße rechts, die zweite Straße links. Und jetzt Rolli und Rita! Hallo Rolli! Kommst du mit ins Kino? Okay. Aha. Okay. Rolli? Johnny macht eine Party. Und wo wohnt Johnny? Du gehst die erste Straße links, dann die zweite rechts. Es ist die Nummer 23, im dritten Stock. Okay. Die zweite links, die erste rechts. Ah, Nummer 23. Zweiter Stock. Dritter Stock. Rolli, wo bist du? Ich bin hier, Nummer 23. Also, das Fußballspiel ist um 7 Uhr. Was machen wir jetzt? Ich hab Hunger. Kann man hier etwas essen? Komm mit. Wie kommen wir am besten zum Fußballstadion? Am besten mit der S-Bahn. Daniel, wie komme ich zum Reichstag?
Du nimmst den Bus Nummer 100 und steigst Brandenburger Tor aus. Der Reichstag ist direkt daneben. Bus Nummer 100? Brandenburger Tor aussteigen? Da ist der Reichstag. Entschuldigung, wie komme ich zum Zoo? Ganz einfach. Sie fahren mit der U-Bahn bis Zoo. Danke. Mit der U-Bahn bis Zoo. Marco, wie komme ich zum Fernsehturm? Das ist nur 5 Minuten von hier. Gehe die Schillingstraße bis zur Karl-Marx-Allee und dann links. Die Schillingstraße bis zur Karl-Marx-Allee und dann links. Ah, da ist der Fernsehturm. Danke. Entschuldigung, wie komme ich zum Brandenburger Tor? Zum Brandenburger Tor? Gehen Sie durch den Tiergarten, den Ahornsteig entlang. Also, durch den Tiergarten, den Ahornsteig entlang, da ist das Brandenburger Tor. Jessica König? Jessica? Ja, hier ist Wolfgang. Ich kann die Straße nicht finden. Wo bist du denn? Ja, ich weiß nicht genau. Ich bin Tempelhofer Damm, Ecke Kaiserin-Augusta-Straße, neben der U-Bahn. Ja, und vor der Apotheke. Ja, genau. Du bist nur um die Ecke. Warte mal, ich komme sofort. Hey, Wolfgang! Hey, Jessica, ne? Hey! Na, ich habe total lange gestanden, bis ich euch gefunden habe. Naja, jetzt bin ich ja da. Groß bist du geworden. Ja, du kommst mir auch so groß vor. Ja, 1, 2, 3, 4 ist eine Post. Hier 5, 6, 7, 8. Wie komme ich zur Post? Wo ist hier ein Telefon? Telefon, Telefon. Wo ist hier ein Telefon? Vor der Post. 1, 2, 3, 4 ist eine Post. Hier 5, 6, 7, 8. Wie komme ich zur Post? Geradeaus, dann links, dann rechts. Wo ist hier der Bahnhof? Bahnhof, Bahnhof. Wo ist hier der Bahnhof? Neben der Post. 1, 2, 3, 4 ist eine Post. Hier 5, 6, 7, 8. Wie komme ich zur Post? Geradeaus, dann links, dann rechts. Wo ist hier die Bäckerei? Bäckerei, Bäckerei. Wo ist hier die Bäckerei? Gegenüber der Post. 1, 2, 3, 4 ist eine Post. Hier 5, 6, 7, 8. Wie komme ich zur Post? 1, 2, 3, 4 ist eine Post. Hier 5, 6, 7, 8. Wie komme ich zur Post? Willkommen im Olympiastadion Berlin. Das Fußballspiel des Jahres. Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg. Das Spiel beginnt um 7 Uhr. Zuschauer im Stadion. Total voll. Total ausverkauft. Total spannend.
Hallo, ich bin Rolli. Und heute essen und trinken. Na, wie geht's? Ich gehe einkaufen. Ich habe eine Liste von Tante Lisbeth. 6 Äpfel. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 6. Kartoffeln. Ah, Kartoffeln. So, Brot. Wo ist das Brot? Ah. Jessica König? Hallo Jessica, hier ist Miriam. Alles klar? Ja, ja. Und wie geht's dir? Na, mir geht's gut. Was machst du heute? Kommst du mit zu McDonald's? Au, ja, super Idee. Toll. Treffen wir uns 1? Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Was möchtest du? 200 Gramm Leberwurst, bitte. Und welche? Grob oder fein? Die grobe, bitte. Und wie viel? 200 Gramm. Da noch was? Nein, danke. Bitte schön. Danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, ich habe wahnsinnig Hunger. Du auch? Oh, ich auch. Was willst du essen? Ich nehme einen Big Mac, eine große Portion Pommes und einen Milchshake. Und du? Ich nehme einen Fisch-Mac, eine Portion Pommes und eine Cola. Guten Tag. Guten Tag. Was möchtest du? Ich möchte bitte einen Fisch-Mac und eine Portion Pommes. Und was zu trinken? Eine kleine Cola, bitte. Das macht in 7,20 €. Guten Tag, bitteschön. Ich möchte bitte einen Big Mac und eine Portion Pommes. Ein Getränk dazu? Ja, ein Milchshake Vanille, bitte. Das macht dann 9,15 €, bitte. €29,30, bitte. 29,30 €. Ja, bitte. 10,30 €. Dankeschön. €70 zurück. Dankeschön. Danke. Ja. Das schmeckt gut. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Thomas. Hast du Hunger? Nö. Magst du ein Eis? Eis? Na klar. Komm, dann gehen wir ins Café Möhring. Tag. Ach, was nehme ich denn? Sieht alles so gut aus. Käse, Wildbeer,
Carola-Torte. Ach ja, ich nehme die Tivoli-Torte. Eine Tivoli, ja? Gerne. Bitte schön. Danke sehr. Schönen guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. Ein Glas Tee, bitte. Mit Zitrone? Ja, mit Zitrone und ein Stück Kuchen, bitte. Danke. Mit Sahne? Nein, ohne Sahne, danke. Und für dich, bitte? Ich nehme ein... Oder ich nehme ein Bananensplit. Was kostet das? 12,50 Mark. Du lieber Gott. Na gut. Dankeschön. Ein Tee mit Zitrone. Eine Tivoli-Torte. Und ein Bananensplit. Guten Appetit. Super. Und jetzt Rolli und Rita. Essen Sie Vita-Kekse. Sie sind köstlich. Njam, 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 njam. Ich habe Hunger. Ich auch. Eier. Milch. Mehl. Salz. Magst du Pfannkuchen? Ja. Gut, dann machen wir Pfannkuchen. Mehl. Butter. Da. Oh, Sahne. Oh, Rolli! Oh je! Philipp, was isst du am liebsten? Nutella, Nudel und Reis. Am liebsten esse ich Pizza. Ich esse am liebsten Fleisch. Ich esse gerne Leberwurst. Was essen Sie am liebsten? Ich esse am liebsten Spaghetti und Pizza. Ich esse am liebsten Schnitzel. Kuchen. Ich esse am liebsten Eis mit Sahne. Was essen Sie am liebsten? Oh, ich esse alles gerne. Was trinkst du am liebsten? Mineralwasser. Ich trinke am liebsten Saft. Fanta. Milch. Was trinkst du am liebsten? Am liebsten trinke ich Cola. Orangensaft. Was trinken Sie am liebsten? Am liebsten Orangensaft. Apfelsaft. Cappuccino. Bier. Wein. Was trinken Sie am liebsten? Auch nichts Besonderes. Oh, schau mal, da ist ein schöner Stand. Du holst die Gurken, du die Eisbergsalat und du die Petersilie. Hier ist ein guter türkischer Markt in Berlin. Die Mädchen wollen etwas kochen. Wie liegt das? Das ist 2,5. Jetzt gehen wir in die Küche, um Börek und Salat zu machen. Börek und Salat. Hallo. Willkommen in unserer Schulküche. Heute machen wir türkisches Börek und Salat. Um Börek zu machen, braucht man Teig. Den Teig macht man aus Mehl, Wasser, Milch, Eiern, Hefe, Butter und Salz.
alles zusammen in die Schüssel, dann kneten. Fertig. Jetzt ausrollen. Ausrollen? Käse und Petersilie dazu tun. Käse und Petersilie dazu tun. Zuklappen. In den Ofen. Fertig. Ich mache den Salat. Ich brauche Petersilie, Tomaten, Zwiebeln, Zitronen, Gurken, Olivenöl und Eisbergsalat. Man schneidet alles. Rolli. Und heute Schule. Guten Morgen, das ist meine Schule. Das ist meine Schule. Der Unterricht beginnt um 10 vor 8. Ach, zu spät. Auf. Setzt euch bitte hin. Guten Morgen wünsche ich euch. Morgen. Wo ist denn der Daniel heute?
Entschuldigung. Daniel, guten Morgen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nehmt bitte eure Hefte rauf. Entrechnen. Heute ist unsere erste Stunde Mathematik. Langweilig. Aber Marco, was ist los? Ich kann das nicht. Zeig einmal. Aber das ist doch ganz einfach. Schau, hier ist P mit x1 und y1. Hier ist 2 und y2. Liest die Zahlen ab und setzt sie hier ein. Du kannst das, du schaffst das. Ganz bestimmt, da bin ich sicher. Mathematik ist gar nicht so einfach. Oh, Chemie. Jessica, wie oft hast du Chemie? Einmal in der Woche, am Dienstag um 9:30. Wir machen ein Experiment. Das ist Wasser. Das ist Öl. Ich mache das Öl heiß. Und was passiert? Ich denke, es fliegt in die Luft. Vielleicht gibt es einen Knall. Ich denke, es läuft über. Genau. Also, niemals Wasser auf heißes Öl. Um 10:30 ist große Pause. Darf man Zigaretten rauchen? In der Raucherecke. Erst ab 16. Was machst du denn da? Ich mache doch gar nichts. Und was ist das? Geh sofort zum Direktor. Form direct questions in English. Now you want to find out someone who knows where London is situated. Which question do you ask? Daniel. Know you where London is situated? Not quite correct. Someone knows it better. Annika. Where London is situated, do you know? Good, Annika. But we can still change a little. Nora. Do you know where London is situated? Very good pronunciation. Now please do the rest of the questions for homework. Herein. Na, Arno, was ist denn los? Ich soll zu Ihnen kommen. Tut mir leid. Was tut dir leid, Arno?
Ich habe geraucht. Wie alt bist du, Arno? 14. Und ab wann darfst du rauchen? 16. Hm. Arno, du gehst jetzt zum Hausmeister, du holst dir den Besen und du machst die Raucherecke sauber. Alles klar? Molly, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich mag Geografie nicht. Geografie ist langweilig. Hallo, Rolli. Bist du da? Hallo? Wer bist du? Zeig mir deine Hausaufgabe. Das ist leicht. Also, die Hauptstadt von Deutschland ist Rom. Die Hauptstadt von Frankreich ist Madrid, glaube ich. Fertig! Na, Rolli, bist du fertig? London ist die Hauptstadt von Italien? Paris ist die Hauptstadt von Deutschland? Rolli, komm her! Und nun die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe für Donnerstag. Erstens Diktatberichtigung, zweitens Gedichtlernen. Hausaufgaben. Zu viel Hausaufgaben. Immer so viel Hausaufgaben. Das ist furchtbar. Ja, Esther muss mit Frau Norti reden. Stimmt. Esther ist unsere Klassensprecherin. Und Transfer auf die Gegenwart. Und nun bitte abschreiben. Esther, wir haben zu viele Deutschhausaufgaben. Ja, Frau Notti gibt immer zu viele Hausaufgaben. Kannst du mit ihr sprechen? Okay, mach ich. Gut. So, ich gehe jetzt erstmal, ja? Tschüss. Tschüss. Frau Notti, könnte ich mal bitte mit Ihnen sprechen? Ja, bitte. Wir haben viel zu viele Deutschhausaufgaben bei Ihnen. Ach, was? Doch, 4 Stunden in der Woche. Und wir haben noch Englisch, Mathe und Erdkunde. Nun ja, mal sehen. Ach bitte, Frau Norti. Wir werden sehen. Okay. Die Schule ist um 13:30 aus. Wenn man will, kann man nachmittags AGs machen. AGs. Arbeitsgemeinschaften. Arbeitsgemeinschaften.
Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Sag mir was! Einmal in der Woche Kunst und Musik. Zweimal in der Woche Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche Mathe, Englisch, aber einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wiedersehen, Herr Direktor. Wiedersehen. Rolli. Und heute Freizeit. Aber wo ist meine Federtasche? Arno, hast du meine Federtasche? Nein. Was machst du am Wochenende, Thomas? Am Wochenende? Ich weiß noch nicht. Ich gehe schwimmen. Schwimmen? Das ist doch langweilig. Nee, schwimmen ist toll. Ah. Und was machst du am Wochenende, Arno? Gar nichts. Schlafen. Und Sebastian, was machst du am Wochenende? Ich gehe in die Disco. Aha, in die Disco. Sebastian, kannst du denn tanzen? Ja, natürlich. Gehst du auch zum Tanzen? Mal sehen. Mit Sebastian? Bestimmt. Philipp, was machst du am Wochenende? Mit meinen Freunden spielen. Zu meiner Oma fahren. Ich spiele gerne Tischtennis. Ich spiele Fußball. Im Garten fahren. Was machst du am Wochenende? Fernsehen gucken. Was machen Sie am Wochenende? Am Wochenende bin ich zu Hause. Ich fahre mit der Familie aufs Land. Ich spiele oft mit meinen Kindern. Und Sie? Am Wochenende gehe ich sehr gerne tanzen. Miriam reitet am Wochenende. Das ist mein Pferd Tiger. Ich bürste sein Fell. Ich bürste seinen Schweif. Ich mache die Hufe sauber. Ich
Ich sattele ihn. Tiger ist so süß. Jetzt steige ich auf. Ich reite auf dem Reitplatz. Wir galoppieren über das Feld. Was machst du am Wochenende, Arno? Er schläft. In ihrer Freizeit gehen Thomas und Daniel einkaufen. Oh, guck mal die CD. Die ist cool. Schau mal hier, dein Bett. Die kaufe ich jetzt. Ja klar, kauf sie dir doch. Oh, schau mal hier, Bon Jovi. Oh ja. Ah, hallo. Oh, hallo. Hi. Ja? Was macht ihr denn hier? Einkaufen. Basteln. Klamotten für die Disco. Wow. Und du? Ich auch. Kommt ihr mit Eis essen? Ja, warum nicht? Hm? Aber zuerst müssen wir mal zahlen. Okay. Arno schläft noch. Aber Jessica macht Ballett. Ich mache Ballett. Zweimal in der Woche. Wir beginnen langsam an der Stange. Tanzen wir schneller. 4, 5, stehen. In meiner Ballettklasse sind 11 Mädchen und ein Junge. 3, 4, wir machen Sprünge. Die Lehrerin ist sehr gut. Stunde sagen wir Danke. Endlich. Und jetzt Rolli und Rita! Ach, ich möchte Keyboard spielen. Na, gehen wir hinein. Was kostet es?
teuer. Spiel doch mal. Trompete sowieso lieber. Was kostet die hier? 600 Mark. Das ist sehr teuer. Ach was, spiel doch mal. Ich kann es nicht. Lass mich mal. Na prima. Komm, schnell. Hey, ihr! Komm zurück! Was machen Sie am Wochenende, Frau Tania? Am Wochenende kommen Freunde zu uns. Kommen Sie mit rein. Ich bin Türkin. Heute machen wir Frauen eine Party. Wir tanzen sehr gerne. Die Kinder spielen. Oh, bist du schwer, Meister? Und du? Und du bist toll, du. Hallo, Shukran. Hallo, Gisela. Wir grillen Lammkotelett. Es schmeckt wunderbar. Wir essen zusammen. Es gibt türkische Börek, Weinblätter, türkische Kartoffelsalat, türkische Buletten, Salate und guten Appetit. Meine Tochter Elvan tanzt sehr gut. Bis zur nächsten Party. Egner, tschüss. Gute Nacht, Arno. Schlaf gut. Was machen Sie am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Was machen Sie am Wochenende? In der Freizeit, was machst du? Was machst du?
Hallo, ich bin Rolli. Und heute Gesundheit. Volleyball macht Spaß und macht fit. Leichtathletik macht fit und macht Spaß. Zuerst muss ich mich warm machen. Meine Arme. Eins, zwei, drei, vier. Meine Beine. Eins, zwei, drei, vier. Meine Knie. Eins, zwei, drei, vier. Meine Füße. Eins, zwei, drei, vier. Das ist alles. Los. Mein Fuß und mein Kopf. Was ist mit dem Kopf? Mir ist ein bisschen schwindelig. Gut. Willst du was trinken? Ja. Wasser oder Limo? Wasser bitte. Ja, Wasser ist gesund. Und was isst du? Pizza und Schokolade. Na, das ist aber nicht gesund. Was ist gesund? Gesund ist Obst. Gesund zu essen ist Obst und Gemüse. Gesund sind viele Vitamine. Pfefferminztee. Nudeln, Fleisch, Kartoffeln und Gemüse. Was ist gesund? Gurke. Seetang. Was ist nicht gesund? Nicht gesund sind Süßigkeiten. Schokolade. 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 Bonbons, Pommes frites und Hamburger. Ich esse Fastfood so gerne. Also, was ist gesund? Gut schlafen? Gut essen? Ein bisschen Sport? Und was ist nicht gesund? Rauchen, Drogen. Hallo Marco. Hallo. Was tut dir weh? Mein Kopf und mein Fuß. Ist dir schwindelig? Ja. Die Augen, die Ohren, bewege deinen Kopf. Schau bitte auf meinen Finger. Die Nase, der Mund. Die Brust, der Bauch, kannst du deinen Fuß bewegen? Oh, au, ah, es tut weh. Ah, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Aber wir müssen mal sehen. Und jetzt Rolli und Rita! Was könnten wir tun? Spielen wir Tennis?
Tischtennis mag ich nicht. Ich spiele lieber Fußball. Fußball ist langweilig. Kegeln macht Spaß. Ja, gehen wir zum Kegeln. Jetzt bin ich dran. Schau mal. Na, sehr gut. Bravo. Jetzt bin ich dran. Vorsicht! Kommt her, ihr beide! Schnell! Weg hier! Da! Und da! Und jetzt Sport. Jessica, was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Skifahren. Mein Lieblingssport ist Volleyball. Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Katrin, was ist dein Lieblingssport? Ich mache Karate. Karate kommt aus Japan. Karate ist für Jungen und für Mädchen. Aufwärmen. Fallen. Karate macht fit und macht Spaß. Schlagen. Treten. Werfen. Mit Karate habe ich keine Angst. Thomas, was ist dein Lieblingssport? Ich fahre gern Fahrrad. Mein Lieblingssport ist Reiten. Mein Lieblingssport ist Basketball. Wir spielen gerne Basketball. Ein bisschen Sport ist gesund für alle. Der Fuß ist in Ordnung. Kann ich zur Schule gehen? Nein, bleib einen Tag zu Hause. Und hier hast du Schmerztabletten. Dreimal eine Tablette nach dem Essen.
dreimal täglich eine Tablette nach dem Essen. Dein Vater wartet draußen. Tschüss und gute Besserung. Wiedersehen und vielen Dank. Ich habe 10 Finger und 2 Hände. Ich habe 10 Finger, 2 Hände und 2 Arme. Ich habe 10 Finger, 2 Hände, 2 Arme und 2 Schultern. Ich habe 10 Finger, 2 Hände, 2 Arme, 2 Schultern und 2 Beine. Ich habe 10 Finger, 2 Hände, 2 Arme, 2 Schultern, 2 Beine und 2 Knie. Ich habe 10 Finger, 2 Hände, 2 Arme, 2 Schultern, 2 Beine, 2 Knie und 2 Füße. Ich bin Rolli. Und heute Ferien und Feste. Dankeschön. Guten Tag. Hier ist das Kurhaus im Binz. Sie sprechen mit Frau Richter. Hallo, hier ist Augustin. Wir wollen im August bei Ihnen Ferien machen. Ja, gerne. Wann wollen Sie kommen? Vom 7. bis 21. August. Moment bitte. Ja, das geht. Wir haben noch freie Zimmer. Gut,
Ich nehme 2 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Mit Bad und Fernseher? Mit Bad und Fernseher? Ja, mit Bad und Fernseher. Was kostet das? Also, das kostet 120 Mark für ein Doppelzimmer und 90 Mark für ein Einzelzimmer. Gut, ich nehme die 3 Zimmer. Ja. In Ordnung. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wir fahren in den Ferien an die Ostsee. Wohin fährst du in den Ferien? Nach Schweden. Nach Frankreich. Nach Paris. Nach Wien. Skilaufen. Wohin fahren Sie in den Ferien? Wir fahren nach Griechenland. Nach Griechenland. Ich fahre nach Dänemark. Spanien. Nach Frankreich. Ich fahre dieses Jahr nicht in die Ferien. Ich muss meine Wohnung renovieren. Und jetzt ein türkisches Fest. Ich bin Elvan. Heute ist Bayram. Wir ziehen uns schön an. Mein Vater steht früh auf. Er geht in die Moschee und betet. Er begrüßt seine Freunde. Merhaba. İyi bayramlar. Dann kommt er nach Hause. Çocuklar nerede? Gidiyorlar. Merhaba. Hadi öp bakalım babalarını, ben de öpeyim. Er küsst uns. Und wir küssen einander. Bayram kutlu olsun. Buyurun kızım. Wir Kinder bekommen Geld. Und wir bekommen Geschenke. Al bakalım kredi. Bu da Merve'nin. Hadi açın bakalım odanızda. Und dann gibt's ein großes Frühstück. Benim orada yemeğimi bitirdim. Biz Bodrum'a mı gideceğiz? Bodrum, Marmaris, Antalya, Kemer. Und jetzt Jessicas Konfirmation. Heute ist ein Festtag. Ich habe heute meine Konfirmation. Das ist unsere Kirche, die älteste in Berlin. Und ich bin heute ganz glücklich. Wir gehen in die Kirche. In der Kirche setzen wir uns neben den Altar. Da ist meine Familie. Das ist die Konfirmation. Schenke deinem Leben Sinn und Freude. Zeige dir Menschen, die dir seine Liebe weitergeben. Und mache dich fähig, anderen seine Liebe weiterzugeben. Friede sei mit dir. Amen. Alle Leute gratulieren. Und jetzt machen wir ein Fest. Meine Freundinnen sind da. Ich bin der Blumen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles Gute, ne? Alles Gute. Und meine ganze Familie. Ja, guck mal da, geh mal zur Oma. Warte, ich bekomme viele Geschenke. Dankeschön. Miri A M Miriam.
Miriam ist meine Tochter. Sie hat heute Geburtstag. Sie ist 14. Und hier ist die Geburtstagstorte. Miriams Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag. Oh, Socken. Wunderbar. Und wie praktisch. Danke, Oma. Bitte. Danke. Bitte, bitte. Hallo. Hallo. Ah, jetzt kommt Thomas. Hallo. 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 Alles Gute zum Danke. Geburtstag. Hallo. 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 Danke. Alles Gute. Danke. Tag, Jessica. Tag, Thomas. Tag. Tag. Was ist das? Was ist denn das? Ich kann. Ja. Ventilator. Oh, tausend Dank. Das finde ich voll lustig. Ja. So, jetzt gehen wir alle Kaffee trinken. Was ist für Kuchen? Ah, da kommt die Torte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Zum Geburtstag, liebe Miriam. Zum Geburtstag, viel Glück. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Miriam. Und was möchtest du zum Geburtstag? Ich möchte zum Geburtstag Lego. Was möchtest du zum Geburtstag? Ein Fahrrad. Ein neues Fahrrad. Schöne Geschenke. Was möchten Sie zum Geburtstag? Ein Flugticket nach Amerika. Ein neues Fahrrad. Einen Kochtopf. Eine schöne Halskette. Ich möchte lange leben. Ich möchte, dass alle meine Freunde kommen. Was möchten Sie zum Geburtstag? Gesundheit. Und jetzt Rolli und Rita. Ah, wunderbar hier. Ich liebe das Meer. Heute Nachmittag? Sturm. Sturm? Falsch. Die Sonne scheint doch. Willst du Volleyball spielen? Nein, es ist zu heiß. Musik nicht hören. Hilfe! Hilfe! Wo bin ich? Liebe Oma, lieber Opa, hier in Binz ist es sehr schön. Wir spielen Ball, wir gehen schwimmen. Jeden Nachmittag essen wir Eis.
Und morgen fahren wir auf einem Fischerboot. Super! Weißen Felsen. Das wird kein Leben langweilig. Viele Grüße von Mama, Papa, Susanne und Matthias. Und von mir. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Miriam im Januar, Marco im Februar, Jessica im März. Miriam im Januar, Marco im Februar, Jessica im März. Wann hast du Geburtstag? Im April. Oder im Juni. Wann hast du Geburtstag? Im Mai oder im Juli. Im August, September, Oktober, November. Und wer hat Geburtstag im Dezember? Und wer hat Geburtstag im Dezember? Wann hast du Geburtstag? 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 Ich bin Rolli. Und heute unser Berlin. Meine Damen und Herren, wir beginnen unseren Anflug auf Berlin und ich bitte Sie jetzt, Ihre Sitzgurte wieder zu schließen und die Rückenlehnen Ihrer Sitze in eine senkrechte Position zu bringen. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, we are starting our descent into Berlin and I'd like you to fasten your seatbelt again and to put the backrest of your seat in a vertical position. Thank you. Berlin. Berlin ist interessant. Berlin ist toll. Berlin ist Berlin. Unser Berlin. Kommt mit. Ich bin hier auf dem Kurfürstendamm. Wir sagen der Kuhdamm. Es gibt hier viele große Geschäfte. Toll zum Einkaufen. KDW ist sehr schick. Sehr schick, aber ein bisschen teuer. Auf dem Kudamm gibt es viele Kinos.
Straßenkünstler? Straßenverkäufer? Und viele, viele Leute. Jung und alt. Und Cafés. Leute anschauen macht Spaß. Aber am schönsten ist der Kudamm abends. Kudamm steht die Gedächtniskirche. Aber die Kirche ist eine Ruine. Warum? Vor 70 Jahren war Berlin eine schöne und lebendige Stadt. Und das war die Gedächtniskirche. Aber 1933 kam der Führer, Adolf Hitler. Ich glaube, sondern der Spur, ich hätte. Und die Nazis. Ein dunkles Kapitel unserer Geschichte. 6 Jahre später beginnt Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Bomben fallen auf Berlin. Und am Ende des Krieges ist Berlin eine große Ruine. Die Stadt wird wieder aufgebaut. Die Gedächtniskirche nicht. Gedächtniskirche, immer noch eine Ruine, sodass wir nie vergessen. Habt ihr Hunger? Gut, dann gehen wir essen. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Haben Sie reserviert? Nein. Hinten gibt's noch Platz? Nein, hier vorne bitte. Bitte. Bitte sehr. Dankeschön. Speisekarte, bitte. Dankeschön. Ich nehme etwas typisch Deutsches. Herr Ober? Ich hätte gern ein Eisbein mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Und zu trinken? Ein Bier? Das geht leider nicht. Dann ein Spezi. Bitte. Ihr Eisbein. Guten Appetit. Danke. Eisbein mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Lecker. Esther wohnt in Kreuzberg und heute trifft sie ihre Freundinnen. Meine Freundinnen und ich sitzen nachmittags gerne hier. Wir reden über alles. Ich wohne gerne in Kreuzberg.
Hier gibt es viele Cafés, Geschäfte und Clubs. Es gibt viele türkische Geschäfte. Es gibt auch viele Probleme hier. Armut, Gewalt und Kriminalität. Ich finde Kreuzberg sehr interessant. Ich wohne in Ost-Berlin. Und da drüben ist West-Berlin. Und hier war die Berliner Mauer. Eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin teilt die Stadt seit 1961. Stacheldraht. Steine. Die Mauer wird immer größer und länger. Meine Mutter und mein Vater müssen im Osten bleiben. Meine Tante und mein Onkel bleiben im Westen. Erfolg. Oder nicht. Viele sind gestorben. Aber 1989 fällt die Mauer. Es gibt ein großes Fest. Wir sind alle sehr glücklich. Potsdamer Platz. Hier war die Mauer. Jetzt bauen wir das neue Zentrum. Und aus dem neuen Berlin sagen wir euch auf Wiedersehen! Los, komm! Grüße von Miriam! Von Daniel! Von Jessica. Von Marco. Von Esther. Und Grüße von Thomas. Das ist unser Berlin. Unsere Stadt. Was denkst du von unserer Stadt? Hier ist viel zu
Auf Wiedersehen in Berlin. Hier ist viel zu sehen. Grüße aus Berlin. Hier ist viel zu tun. Tschüss aus Berlin.